Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Er weigert sich nicht. Er nimmt die Demütigung auf sich. Er packt sein Leid an, schultert sich mit dem Kreuz das Leid der Welt auf, widerstandslos. Er muss es selber zur Richtstätte tragen. Wenn mir Leid zustößt, nehme ich es an. Nehme ich es hinein in meinen Alltag. Bin ich bereit? Oder wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen? Herr, das Kreuz auf deinen Schultern lehre mich, etwas Schweres auf mich zu nehmen. Vielleicht eine Krankheit, einen Abschied, eine Schuld. Mach nun auch mich geduldig unter dem Holze, von dem du willst, dass ich es tragen soll. Denn wir müssen das Kreuz tragen, ehe es uns trägt. Welchen Menschen könnte ich Mut machen, sein Leid nicht nur als etwas Sinnloses zu sehen, sondern als eine Botschaft an sein Leben?